Bitte hilf uns mit Antworten auf die folgende Umfrage. Ja, diesmal will ich das mit euch mal einmal durchmachen. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt in einigen Parts, dass ich das zu Anfang immer machen muss, um das Spiel zu starten. Ja, nicht immer, aber meistens. Ja, diese Umfrage muss dann bestehen, um erst anfangen zu können mit dem Part. Machen wir es heute mal so. So, da habe ich hier 8 Mies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das sind genau 8. Wähle gut getroffene Mii-Charaktere, die dir gefallen. Ich würde mal sagen, ich finde die alle ordentlich kacke. Sind nicht von mir. Ja, so ungefähr. Ich liege da immer gerne 0. Ach, Mann. Wer kann am offensten die Wahrheit sagen? Zimbel. Hat jemand die Mies nachgemacht oder was? Na, den klicke ich doch an. Da kann man leider nur einen auswählen. Danke für deine Teilnahme an der Umfrage. Dafür gibt es 3 Spielscheine. Ja, deshalb habe ich so viele Spielscheine parat. Und ein neuer Reisender ist in weit gereist eingetroffen. Ein neuer Reisender. Schauspielende Katze, Elena. Sie scheint Hilfe zu benötigen. Schau doch mal in weit gereist vorbei. Ja, bestimmt. Aber heute wollen wir mal ein bisschen die Stadt, die ihr dort rechts seht im Bild, so ein bisschen erkunden. Die utopische Stadt dort rechts, die Zukunftsstadt. Da das, die Skyline dort. Wisst ihr, was ich meine? Und da gehen wir direkt nochmal hin. Direkt mal hin. Oh, wer ist denn da? Der ins Dunkelte Fürst. Ja, und damit nochmal gleich offiziell nochmal seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englandum zu einem neuen Part. Miitopia mit dem Zwergenfürst. Hey, du! Du sollst das Tier weg. Hier ist es gefährlich. Und deshalb ist der ins Dunkelte Fürst hier. Der fast nichts konnte im Mistrum und uns nur mit einer Hieben geholfen hat. Dies ist die Stadt der Albträume. Neo Lumina. Mach dich aus dem Staub, bevor es zu spät ist. Warum sollte ich? Die schlimmsten aller schlimmen Monster sind in dieser Stadt unterwegs. Die übelsten Kreationen des dunklen Fürsten. Des dunkleren Fürsten. Er konnte sie selbst nicht mehr kontrollieren. Also hat er sie hierher zurückgelassen. Ui. Sei äußerst wachsam, wenn du hier auf Erkundungstour gehst. Aber am besten würdest du es ganz bleiben lassen. Schön und gut. Aber was treibst du eigentlich hier, Julian? Wollte ich mich auch gerade fragen. Was ist. Der hat nämlich auch nicht gerade die Stärke mit Löffeln gefressen. Ich habe hier Arbeit gefunden. Ich soll hilflose Reisende vor unbedachten Handlungen bewahren. Ach, das macht er gerade, der geht seiner Arbeit nach. Dafür würde ich auch gern bezahlt werden. Frohes Schaffen. Danke. Der macht aber richtig miesen Job, wenn er uns beschützen soll. Und dann hat er uns ja großzügig durchgelassen. Auf geht's! Hier in Zone 1. Es gibt 8 Zonen, wenn ich richtig gesehen habe. In dieser Neo Lumina City. So. Ich bin so schnell wie der Wind. Ja, da seht ihr ihn direkt nochmal. Wollte ich gerade mal ansprechen. Wer den Evil Zwergi nicht kennt, der hat den letzten Part nicht geguckt. Der sollte sich das noch unbedingt mal reinziehen. Der letzte Part, der war mega spitze. Da sind wir mit Chris Redfield in die Gruselvilla gegangen und haben den Vampir-Rang errungen und uns ein neues Teammitglied, den Evil Zwergi, dazu geholt. Und ja, der hat jetzt den Vampir-Rang inne. Die Neonlichter sind so blendend und grell. Und die ganze Stadt riecht nach Ärger. Da bekommt man richtig Angst. Die brauchst du nicht zu haben. Denn ich bin ja hier. Ich spreche jetzt so ein bisschen schelmisch, so ein bisschen. Evil Zwergi. Ich passe auf dich auf, also mach dir keinen Kopf. Evil Zwergi. Auch mal eine ulkigere Stimme ausprobieren. Das macht richtig Laune. Mal sehen, wie lange sie anhält.
Gut Laune. Wo lang? Oben lang. Ja, irgendwann machen wir das 100% offscreen, aber ja. Erstmal oben lang. Bisher habe ich noch keinem Monster begegnet. Also, wovon redete der ins dunkle Förster da? Wovon redete Julian da? Wieder 3 Spielscheine. Davon habe ich aber noch nicht genug. Na, kommt noch irgendwann ein Monster. Und wo man davon redet. Wenn man vom Teufel redet. Hops, ist er da. Zitat Ende. Goethes Faust. Genauso war der Spruch. Der Spruch kommt übrigens aus Goethes Faust. Ja, das Sprichwort kommt davon. Ja. Nö. Der Mephistopheles, a.k.a. Mephisto, der ja, wird mit diesen Worten meiner Meinung nach begrüßt. Nein, das hat er gesagt, glaube ich, oder? Das waren seine ersten Worte. Hopp, ist er da. Diese Geschichte mit dem Dackel. Ein Pudel, nee, Pudel war es. Ah, ich verdrehe alles. Ja, ist ja auch schon ein Jahr her, dass ich das in der Schule gelesen habe. Wir haben das mal im Theater geguckt. So eine interaktive Sache im Theater. War auch eine ganz nice Sache, kann ich empfehlen. Da gibt es so eine interaktiven Sachen da. Du wurdest halt durch die Räume gejagt und konntest halt irgendeine andere Sache vom Theater. Hast halt nicht nur auf dem Sitz gesessen und zugeguckt, sondern da war halt ein Raum der Keller und der eine Raum halt das Studierzimmer vom Faust und so weiter und so fort. War eine ganz nice Sache, hat sich mir eingeprägt. Und ein nices Erlebnis. Bonus RF, die gibt's natürlich für den lieben Evil Zwergi. Ja, das ist unser neues Team hier. Annelie, ich, Evil Zwergi, also nochmal ich und Blacky. Du hast Neo Lumina im östlichen Teil Metopias besucht. Schon abgeschlossen oder was? Tada, Sarah ist wieder gesund. Sie ist gesundet. Auch Donald fühlt sich schon wieder besser. Ja, uha. Das Gasthaus sieht aber nicht so schön aus. Das sieht ziemlich klinisch und ziemlich metallisch aus. Enge Freunde! Helfen 2 genervt. Nein, die erste Zone haben wir natürlich noch nicht abgeschlossen. Auf geht's! 8 Zonen, das könnte ein bisschen lange dauern. Ob wir das in diesem Part schon schaffen? Das könnte wirklich ein bisschen lange dauern. Ach, warum nicht? Verträumt! Das riecht aber komisch. Trotzdem trinken. Runter damit! Hoch, mich erfrischend! Ich hoffe, ich finde die Stimme für ihn irgendwann. Hier gibt es auch erstaunlich wenige Monster. Was sagt denn der hier? Viele gut, gruselige und böse Monster. Schwere Viecher. Also noch habe ich hier nichts gesehen, was mich sonderlich aufgehalten hätte. Der Kampf, den ich vorhin hatte, der war jetzt nicht sonderlich schwer. Den habe ich sogar fast schon wieder vergessen. Katastrophal war das gar nicht. Neue Sachen hier. Das scheint eine Art Konsole zu sein. Alles in Ordnung. Also, ein bisschen maßlos übertrieben hat er schon. Der entgiftete Lord. Ja. Ja, ungefähr so. Der zieht nur eine Sache ab. Okay. Zack. Ja, und die haben wir schon fast besiegt. Das ist. Tja, fast nicht der Rede wert. Das wird morgen sicher wehtun. Da gibt's einen neuen Level für Evil Zwergi. Langsam wird der auch groß. Pixelpumpe. Nice Sache. Ui, steht sogar drüber. Ui. Und Plektrum Nachos. Nein, die Pixelpumpe, die muss doch mal naschen. Vielleicht schmeckt die so ganz lecker. Ich weiß es nicht, ich bin kein Pixelmonster. Öffnen. Ein MP-Bonbon. Das schmeckt bestimmt nicht ganz so lecker. Das sieht zumindest nicht so lecker aus. Stehe ich mir nicht so lecker vor. Könnte so ein Werbebonbon sein. So ein bisschen. Das, was man halt so am Stand kriegt. Die sind meistens so wirklich richtig eklig. Wenn man so an Ständen so kriegt. So Wahlwerbegeschenke. So.
bei der SPD so am Stand kriegst. Nein! Zwei wurde dahin gerafft. Den müssen wir natürlich wiederbeleben und der Evil Zwei darf natürlich auch mal erfahren, was es heißt, Ultrasteuer zu benutzen. Oha! Der wurde fast besiegt. Müller Waldorf! Anli greift mit Ultrasteuer ein. Der Fluch wurde eingesetzt. Was auch man der gemacht hat. Ich weiß es nicht. Fiese Formel! Komm, das kriegen wir mal hin. Ausnahmsweise mal fiese Formel eingesetzt. Komm, alle sind im Ultra-Modus, außer ich. Ich lasse mich natürlich immer frei, damit ich angreifen kann, damit ich auch eine Attacke auswählen kann. Oha, nein, nicht. Evil Zwergi. Ist eh schon geschwächt. Ja, nice. Jetzt ist er. Game over. Komm, das kriegen wir doch hin. Ich greife mal an, normaler Angriff. Zack, zack. Das kriegen wir hin. Ja, nice. Aber sowas von. So viel dazu. Haben wir die erste Zone vielleicht gleich hinter uns. Ich weiß nicht, ob wir das im heutigen Part schaffen, habe ich das schon gesagt. Ob wir das heute hinkriegen, die 8 Zonen durchzuspielen. Dann gibt es eventuell einen zweiten Part in Neolumina. Vielleicht kriegen wir auch noch irgendwann einen Quest hier drin. So, was haben wir denn hier? Annelie und Sarah, die singen gemeinsam. Na, 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 na. Okay, was für eine perfekte Harmonie. Ba, ba, da, ba. Enge Freunde. So, da haben wir Zwergi und Blacky. Nein, was ist denn los? Ja, du redest im Schlaf ziemlich laut sogar. Oh ja, das tut mir leid. Oh je, sagt sie. Ich auch, sagst du immer im Schlaf. Das steuert die Freundschaft an. Das kurbelt die Freundschaft an, natürlich. Ja, ich und Sprichwörter. Liebste Freunde. Hüstel, Hüstel, Räusper, Räusper. Er will eine Ledermaus. Eine Fledermaus aus Leder. Ist dann eine Ledermaus oder was? Traum, eine Tarnrüstung wäre der Traum von Anli. Ja, hab schon ein bisschen Watte gelesen. Und mehr gesagt als sagen hätte müssen. Ich glaube zwar nicht, dass du dich in dieser Stadt, in dieser Neo-Stadt, in dieser blinkenden und leuchtenden Werbestadt irgendwie verstecken kannst, aber ja, kannst du ja gerne versuchen. Du hast 12 verschiedene Rüstungen, die Vorzugskleidung der Krieger gesammelt. Ein Mitglied deines Teams erreichte eine Beziehungslevel von 25 mit einem Mitstreiter. Ah, reden kann ich auch nicht mehr. Sollen wir uns mal an Zungenbrechern versuchen. 10 zahme Ziegenzungen, 10 Zentner Zucker zum Zoo. Fischer aus Fritze fischt frische Fische. Frische Fische fischt Frisser. Meine Zunge ist verknotet. Sollte ich eigentlich können, oder? Müsste ich eigentlich können. Zungenbrecher. Wenn fliegen, 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 fliegen nach. So ungefähr. Ein bisschen Lippenarbeit, ein bisschen Mundarbeit und Zungenarbeit, ein bisschen Training. Könnte nicht schaden. Da gibt es auch die verschiedensten Übungen für Sprache. Puppetick. Puppetick. Also was. Fängt doch schon so leicht an und dann gibt es auch noch schwerere Sachen. Schwerere Phrasen auch. Soll ich mal das öfter machen. Ich kenne bloß diese ganzen Sachen nicht, diese ganzen Übungen. Müssten wir vielleicht irgendwo mal im Internet holen und dann irgendwie mal einen Part vielleicht machen. Vielleicht lässt sich das jetzt Format mal irgendwie anbieten. Kann ich das vormachen und ihr macht das nach. Genauso hier, also kinderfernsehensmäßig. Hallo Kinder, seid ihr alle da? Ja! Wollt ihr eine Geschichte hören? Nein! Verpiss dich! So ungefähr. Ja. Level für Evil Zwergi. Bonus ERF. Ja. So viel zu gefährlichen Monstern. Das ist. Ich komme hier schon auf Off-Topic und Real-Talk-Themen. Das ist halt. Ja. Was Ernstes ist. Ein Retro-Puter. Okay. Und ein Neubotter. Mehrere Retro-Puter. Nicht nur einer, aber ein Neubotter.
Okay, die sehen aber ein bisschen ulkig aus. Diese Retro-Botter. Und Zwergi braucht auch mal eine Ultrasteuer. Quatsch, nein, keine Ultrasteuer, sondern ein MP-Steuer. Also sonst kann er nicht mal diese fetzende Formel einsetzen, die wir so gerne mögen. Da ihr auch. Ist schon als ziemlich utopisch hier. Obwohl diese Retro-Dinger, die sind nicht sehr utopisch. Die sehen eher altbacken aus. Die sehen sehr, naja, retro aus. Genau, genau das ist das Wort, was ich suchte. Retro. Nicht altbacken. Altbacken, sagt meine Oma. Los, steht hier bei. Doppelt lieb. Ja, doppelt besiegt. Schon vorbei. Ja, schon vorbei. Level 17 für den Evil Zwergi. Er entwickelt sich schnell. Er ist erst im letzten Part dazugekommen. Blutsaugen gelernt. Absorbiere mit diesem Angriff einige HP deiner Gegner. Ich wollte nur mal sagen, er ist im letzten Part dazugekommen mit Level 1. Und jetzt ist auch schon Level 17. Ist ja eigentlich logisch. Pixelpumpe wieder bekommen. Nice. Muss ich mal wirklich offscreen mal probieren. Ich hab's ja immer so gesagt. Verteile ich offscreen und die anderen Sachen, die wichtigen Sachen mache ich onscreen. Sagt man das so? Aber ja, halt vor der Kamera. Oder halt hinter der Kamera. Je nachdem. Ist eine Frage der Perspektive. Knurr. Geheilt. Wieder belebt mit dem Lebensstreuer. Und die Streuer gehen auch zu Ende. Gut gemacht, Annelie. Wir sind ultrafiziert. Ich bin auch ultrafiziert. Neue Technik, Wiedergänger. Und belebt sich selbst. Uha! Nice Sache. So, Zwergi ist dran. Auswahl möglich. Stimmt ja, ich bin ultrafiziert. Liebe Zwergi hat aber nur ein HP. Was das ihm auch bringen soll. Naja, immerhin haben wir den Kampf geschafft. Level 28 für Blacky. Gigablitz gelernt. Ich glaube, wir schaffen heute erstaunlich wenig. Ich weiß nicht, wie weit vorangelaufen der Part schon ist, aber wir sind immer noch in Zone 1. Ja, dauert ein bisschen. So wie am Strand von Isla Galapa. Das dauert hier schon ein bisschen länger. Das braucht eventuell einige Parts, bis wir hier durch sind. Gigablitz. Zack. Vielleicht werde ich es auch nicht bis zu Ende machen. Muss vielleicht nicht sein. Vielleicht müssen wir erstmal nur die erste Zone und vielleicht die zweite Zone mal so ein bisschen reinschnuppern. Ich kann mir nur vorstellen, dass wieder episch wie aufersteht. Ich kann mir nur vorstellen, dass es von Zone zu Zone schwieriger wird. Das meinte er also mit schwierigen Monstern. Noch sind die nicht wirklich ernstzunehmende Gegner. Aber vielleicht wird das noch. Ja, vielleicht wird das noch. Wir könnten eventuell mal einen kleinen Looky-Looky machen in Zone 8 und da mal gucken, wie da die Monster sind. Ob wir daran verzweifeln. Ob die wirklich so schwer sind. Könnte man mal versuchen. Und da mal rumschnuppern, was da so läuft. Sehr viele Gegner hier und wir hatten noch kein Gasthaus und die Steuer sind schon verbraucht. Alle, ich habe jetzt hier noch ein paar Ultrasteuer und ein paar Schutzsteuer verschenkt. Fetzende Formel. MP und HP-Steuer habe ich auch verschenkt hier. Ich hoffe, da gibt es eine ordentliche Belohnung am Ende der Zonen. Weil wofür lohnt es sich dann, eine Zone zu bekämpfen, eine Zone zu erklimmen, zu erkunden. Level 2 angeben gelernt. Das hat ja absolut gar keinen Sinn. Noch einmal. Juhu. Und das müssen die doch beschützen. Irgendeinen Schatz oder sowas. Irgendwas Gutes muss doch geben. Eine Klasse oder sowas. Acht neue Klassen. Das wär's doch. Und das wäre noch eine nice Idee. Ist bestimmt nicht so, aber an die Entwickler von Miitopia, Nummer 2. Wäre eine richtig nice Sache, wenn man es schwer genug macht, so ein bisschen halt je nach Klasse halt. So könnte ich es mir vorstellen, halt Schlafmütze. Okay, liebe Zwergi ist fast
Game over. Und ja, Annelie geht's auch nicht gerade dufte, aber den haben wir besiegt. Schon fast 1800 Leute gerettet. 1800. Bald 2000. Hm. Bonus EF. Vielleicht kriegen wir doch irgendwann mal die Jahreszahl hin. Haben wir dann 2017. Aber bis wir das hinkriegen, ist wahrscheinlich schon 2018. Ja. Höllen-Hotstock. So lange wird der Part hier hoffentlich nicht laufen. Ja, ich meine natürlich, der Part auf keinen Fall, aber das Let's Play. Ein Gasthaus, das haben wir gebraucht. Ausruhen und. Nein, wir spielen noch ein bisschen weiter. Tut mir leid, Sarah und Annelie, aber es muss noch weitergehen. Wir müssen noch ein bisschen uns vorankämpfen. Wie weit der Part schon ist, aber ja. Hier ist jetzt das Ende der Zone. So zu sein. Oha! Was ist da? Ein ganz großer Gegner. Oha! Ein Rex-Taurus. Der ist ja ganz dunkel und schwarz. Was zum Geier? Kommen jetzt hier die ganzen dunkel Monster. Das habe ich ja noch nie gesehen. Die sehen hier episch aus. Die sind vielleicht episch. Ich nehme den Evil Zwerg trotzdem mit ins Team. Kann er vielleicht ein bisschen trainieren. Oh, er zieht schon 3 ab. Ultrastreuer probieren. Fetzende Formel. Zack. Da bringt relativ wenig bei nur einem Gegner, aber ja, ich finde es halt so schön. Oha, Annelie ist fast besiegt. Oh, aber 137 Angriff und 3 bei dem, okay. Fetzende Formel nochmal, weil ich es so geil finde. Nochmal, weil es so schön war. Oha, das zieht 4 ab. Wir sind schon sehr geschwächt. Und 2 ins 3. Zwangi, du bist gut mit deinen 3 Abzügen. Fetzende Formel. Ja, ich setze es so gerne ein. Zack. Obwohl es ziemlich viel HP abzieht. Ich meine natürlich MP. Das ist wirklich ein starker Gegner. Der hat noch viele HP. Dem haben wir noch nicht sehr viel abgezogen. Scheint wirklich gut zu sein. Das meinte wohl der Julian mit seiner Sache. Zieht nur 1 ab. Auf jeden. Noch einmal fetzende Formel. Muss doch irgendwann mal was bringen. 186, das zieht jedes Mal 186 ab, also. Ist ordentlich. Ja, Evil Zwergi. Kümmert sich selbst drum. Die Steuer verbraucht. Ich benutze die Ruhezone gar nicht. Wiederbelebt. Dann setzen wir ihn doch vielleicht mal in die Ruhezone. Impuls, wie wär's mit Impuls? Okay, den haben wir fast zur Hälfte besiegt. Okay, ja, da habt ihr mal die Stärke. Zur Hälfte haben wir es geschafft. Ich hoffe, diesen Part nicht überzogen zu haben. Aber diesen Kampf will ich unbedingt noch besiegen. Diesen Kampf besiegen. Auf jeden Fall, Zwergi. Aber wenn eine Zone so lange dauert, oha. Da sind wir hier noch ewig dran. 8 Parts. So ungefähr. Fetzende Formel. Zack. Komm, haut ihm auf die Gurken. Zone. Ich muss noch ein bisschen aushalten. Uha. Los, Blacky. Heile in der Ruhezone. Ich habe keine Ultra. Ich habe keine Steuer mehr. Ultrasteuer habe ich, glaube ich, noch ein bisschen, aber. Ich habe keine Endspielsteuer mehr. Es wird nichts mehr. Uha. Kacke, Annelie. Kacke, Zwergi. Uha. Wir sind scheinbar hier wirklich zu schwach für. Ja, ist nur noch Evil Zwergi und Annelie. Quatsch, und Blacky da. Evil Zwergi. Ja, auf jeden Fall, er wird es schaffen. Er wird diesen Kampf unbedingt bestehen. Nicht. Wie dazu, meine lieben Freunde. Ich kann es nicht fassen. Ja, ich auch nicht. Haben wir das mal erkundet? Ich bin